Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Nirim. Beim letzten Mal haben wir ja hier in Tyrat aufgehört. Ich habe jetzt das neue Schwert schon ausgerüstet, da könnt ihr das mal sehen, deswegen lasse ich das eigentlich auch gerade durchlaufen. Ist einiges schwächer als das Schwert, was wir eigentlich haben, aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir das gleich brauchen werden. Und währenddessen das hier durchgelaufen ist, habe ich auch noch was entdeckt, was ich mit euch gleich noch machen werde. Und danach gehen wir natürlich direkt auf direktem Wege auch zurück zu Narazul Arantial und dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, hier nochmal das Schwert einmal mit unserer geilen Kobold-Trophäe. Genau, und als das hier durchgerattert ist, ist mir hier dieser Hebel aufgefallen. Okay. Was hat sich jetzt geändert? Hat sich jetzt quasi so angehört, als hätte sich hier irgendwas geöffnet. Geil, eine Geheimkammer, Leute. Ich werde mal das Schwert ausrüsten. Oh, was? Ein eterner Claymore. Diverse Tränke hier, geil. Oh, Leute, wie hammer denn? Und diverse Portale. Portal nach Nirim? Portal nach Melee? Portal nach Inodan? Portal nach Mya? Portal nach Arctven? Portal nach Arazeal? Oder Arazeal? Weiß ich jetzt nicht, wie das ausgesprochen wird. Wir probieren mal. Hier geht nicht. Portal wurde deaktiviert. Geht auch nicht. Es geht wahrscheinlich keins, ne? Nee. Schade. Oh, hier habe ich noch einen Trank vergessen. Schade. Das wäre natürlich auch noch geil gewesen. Oh, machen wir mal wieder zu die Stube. Ja. Okay, Leute. Aber wir haben noch einiges gefunden. Oh, geht direkt gleich wieder zu. Das Teil. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja. So, dann lasst uns mal schauen. Dann hauen wir mal wieder ab. Endlich, da seid ihr ja. Und das Schwert ist bei euch. Jetzt endlich endet eine lange Reise. Eine, die zu beenden ihr mir ermöglicht habt. Das werde ich euch nicht vergessen. Ich habe die Lichtgeborenen beobachtet. Sie halten sich in der Nähe der Turmruine auf und sie zittern. Auch ihre Seraphim sind unruhig. Mit ihnen werden wir leichtes Spiel haben. Und nun kommt, bringen wir das hier zu einem Ende. Los, hinter mir her! So Leute, der Kampf beginnt. Ich werde mich auf jeden Fall gleich ausstatten, wenn das in Sicht ist. Ich kann das gar nicht fassen, alles. Ich fass das alles nicht, ey. Sp-
spinnst wohl, wa? Was ist los mit dir, Mann? So, Freunde. Oh, ich bin echt nervös. Ich weiß jetzt gar nicht, was uns hier erwartet. Ich meine, er hat auch einen Schuss, ne? Ich meine, er hat immerhin seine Freundin mit dem Schwert da umgebracht. Hat auch einen an der Waffel. Okay, der ging tatsächlich. So. Wie er erstmal wegläuft, Alter. Sagt für die Freiheit. Was? Nee, okay, nur sein Standardspruch. Ja, wie gesagt, ich bin halt mega gespannt. Da, der nächste. Ich werde auf deinem Grab tanzen. Das war wohl nichts. So. Weiter geht's, Kollege. Komm, ich habe den Weg freigeräumt. Sieh zu. Bleibst du denn? Ich zück mal schon wieder mein Schwert. Da ist doch schon wieder einer von denen. Da sind sie. Die Lichtgeborenen. Nutzt euer Schwert. Arantia, du hier? Du willst es mit uns Sex aufnehmen? Erodan hast du doch nur durch eine List besiegt. Wir sind dir deutlich überlegen. Überlegen? Fakt ist, dass ihr im Begriff seid zu verlieren. Die Macht, euch zu zerschmettern, liegt hier in meinen Händen. Und mit ihr die Freiheit dieser Welt. Heute wird eine neue Ära anbrechen, eine Ära ohne euch. Krass. Oh, scheiße. Ich werde trotzdem... Oh, geh doch aus dem Weg, du Trottel, ey. Oh nein, Alter. Ich gebe nie auf. Ach du Scheiße. Erstmal looten, Alter. Ich hab da gleich. Alter, du musst auch aus dem. Quest aktualisiert die Sünden unserer Väter. Göttin Isara ist gefallen. Damit wäre die erste Lichtgeborene dahin. Wer soll mich jetzt noch aufhalten? Meine Magie wird dich in der Luft zerreißen, Arantial. Du allein trägst die Schuld daran, dass uns diese Welt entgleitet. Und dafür wird... Was ist er denn für eine? Dienst du die Höchststrafe? Der hat das auf mich nur abgesehen, geht mir so gerade durch den Kopf. Ich hab dich gleich schön in eine Ecke gedrängt. Hast du das von deiner Oma gelernt? Oh. Göttin, Gott sei drin. Hey, Kumpel. Was? Oh nein, der Nächste. Ich fass dich doch nicht. Wer ist das? Göttin Morala?
gibt auf jeden Fall auch gut Gas, ne? Ich muss mal aufpassen, dass ich ihn nicht erwische, ey. Quest aktualisiert, die Sünden unserer Väter. Murala ist gefallen. Eine weitere Lichtgeborene ist dahin. Arantheal, du bist hier, weil du denkst, die Welt dadurch gerechter und besser zu machen. Alle Weltenverbesserer haben bisher eines gleich. Am Ende warteten sie im Blut derer, die sie zu... Ja, okay, Leute, das brauchen wir uns nicht anhören. Scheiße, ich habe natürlich nicht gespeichert. Wer soll mich jetzt noch aufhalten? Niemand kann mich noch aufhalten! Meine Magie wird dich in der Luft zerreißen, Arantheal! Du... Ha! Oh nein, ich Idiot! Leute, ich natürlich den falschen Speicher... statt auf Speichern. Niemand kann mich noch aufhalten! Meine Magie wird dich in der Luft zerreißen, Arantheal. Du allein trägst die Schuld daran, dass uns diese Welt entgleitet. Und dafür verdienst du die Höchststrafe. War ja der Harry, Alter. Jetzt stirb, Alter. Jetzt schnell hier speichern. Komisch, bei ihm kommt gar keine Quest-Aktualisierung, Gott sei drin gefallen oder so, ne? So, jetzt kommt hier wieder zum Donner, Harry. Mega. Gar nichts. Zum Glück habe ich direkt vorher gespeichert. So, hier noch schnell looten alles. So, ich stelle mich mal hier, speichere nochmal. Dann lade ich mich nochmal auf. Für Neri! Richtige Taktik, Arantheal. Schön. Jawohl. Quest aktualisiert, die Sünden unserer Väter. Murala ist gefallen. Eine weitere Lichtgeborene ist dahin. Arantheal, du bist... Oh nein, ich Idiot, hab das unterbrochen. Ich lade nochmal schnell neu, Leute. Nein, ich hab nicht gespeichert. Oh nein. Der steht natürlich Schockschaden, macht ja auch Sinn. Arantheal, du bist hier, weil du denkst, die Welt dadurch gerechter und besser zu machen. Alle Weltenverbesserer hatten bisher eines gleich. Am Ende warteten sie im Blut derer, die sie zu befreien suchten. Nichts ist vollkommen, Arantheal, nicht einmal du. Es wird Zeit, dass du diese Lektion lernst. Ich bin nicht wie alle anderen. Ich muss mich
mich erstmal hier irgendwo hinstellen. Der trifft mich die ganze Zeit sonst mit seinem Ding. Wie willst du denn hin, Alter? Ich soll das alleine machen? Ha! Malphas! Malphas ist das, Leute! Gott, Malphas! Es ist vergebliche Mühe, gegen Malphas anzutreten, solange er sich jederzeit von seinen magischen Energiequellen heilen lassen kann. Ihr solltet euch diese Energieträger genauer ansehen. Ich speichere hier nochmal, Leute. Sicher ist sicher. Was kann ich denn damit machen? Wie kann ich die denn zerstören, die Dinger? So, Leute, jetzt muss ich erstmal um mich greifen hier. Ich brauche jetzt erstmal boah, guck mal hier, wie ich aussehe. So, hier. So, was soll ich mir denn hier angucken? Ach, da sind Steine drinne. Nehme ich mal schnell raus hier. Lustig. Mensch, du. Wieso, Alter? Rannte ja, lenk ihn doch mal ab, Mann. Das war dein letzter. Ich werde das mal mit Magie versuchen. Ha! Das geht sogar. Das ist ja irre. Ich dachte, das kann man nur mit dem Schwert machen. Oh!
Quest aktualisiert die Sünden unserer Väter. Auch Malphas, den vierten der Lichtgeborenen, konnten wir besiegen. Wir vor allen Dingen. Ich habe das alles alleine gemacht. So, speichern. Ja, hi, grüß dich. Sie sind gegangen. Spürt ihr auch, wie ihre Kraft nun durch eure Adern fließt? Es ist das Gefühl der wachsenden Macht. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Doch ich zählte ihrer nur vier. Sechs waren es insgesamt. Wir sind noch nicht fertig. Ich habe Tyr, ihren Obersten, nicht gesehen, ebenso wenig ihr Lander. Mir liegt besonders viel an den beiden, denn ihr Lander zwang meinen Vater einst für sie zu arbeiten. Und Tyrs Tod ist vonnöten, um der Tel Imaltar zu werden. Ich wette, sie haben sich ihrer Feigheit entsprechend in die Turmruine verkrochen. Kommt. Okay, Leute. Gucken wir uns die Herrschaften nochmal an. Wenn sie sich denn zeigen. Na, Mäuschen, sei nicht so schüchtern. Zeig dich. Hm? Die haben eine komische Kapuze auf. Mit den Isara gucken wir uns auch nochmal an. Malphas, den ziehen wir auch nochmal aus dem Busch. Okay, Leute, da haben wir ja wieder was geschafft. Wir müssen da oben rein, aber nicht mehr in dieser Folge, Leute. Das war spannend und aufregend genug. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal genau hier wieder. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ciao.